Was geht ab, meine Ringlife Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, der Kampf zwischen Mad Max Koga und Motra Bezzi bei NFC 5 ist jetzt seit ein paar Tagen online und sehr viele von euch haben mich darum gebeten, endlich eine Reaction dazu aufzunehmen. Aber an erster Stelle kommt wie immer 5 Sekunden Werbung. Wenn ihr demnächst Geld sparen möchtet bei Minecraft und Kampfsportartikeln, checkt ab jetzt immer in die Videobeschreibung. Dort gibt es einen saftigen Rabattcode. Steigen wir direkt in das Video. An erster Stelle muss ich aber erstmal sagen, Freunde, ein riesen Dank an NFC und an Fighting dafür, dass sie mir dieses Video zur Verfügung gestellt haben und dass ich darauf reagieren kann, ohne dass sie mich wegen Copyright... Ihr versteht. Beide Fighter treffen sich jetzt hier in der Mitte zum Staredown, zum finalen Staredown, bevor es jetzt hier gleich richtig losgeht. Eiskalter Blick von Mad Max Koga. Ich habe den Kampf natürlich schon gesehen, Freunde. Ja, ich brauche euch ja hier nicht irgendwie eine erste Hand-Reaction oder so vorzuspielen. Ich habe den Kampf mir natürlich live angesehen. Ich wollte eigentlich live in der Arena dabei sein, aber wegen ein paar Umständen konnte ich das leider nicht. Deswegen habe ich mir das natürlich dann zu Hause angeschaut. Also ich weiß, was in diesem Kampf passiert ist. Trotzdem werde ich hier versuchen, eine unterhaltsame Reaction zu liefern. Also die erste Runde beginnt. Motra Bezzi versucht jetzt hier direkt erstmal seine Distanz auszulesen. Aus der Ringmitte heraus, aus der Käfigmitte heraus versucht er hier Mad Max Koga ein bisschen in Bedrängnis zu setzen. Was interessant ist, Motra Bezzi wechselt immer wieder die Auslage. Man hat zwischendurch kurz gesehen, dass er die Rechtsauslage gezeigt hat. Hier mit der Aktion marschiert er rein und da muss ich kurz mal wieder zurückspulen und euch das zeigen, weil das fand ich schon extrem gefährlich, diese erste Aktion. Schaut mal, wie Mad Max Koga da durchschwingt. Puh! Uff, diese Overhand-Rechte, ne? Wenn die schon mal gut getroffen hätte, puh, extrem gefährlich. Und da hat, glaube ich, der Mo schon gecheckt, okay, ich muss vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Viele haben auch geglaubt, Koga sucht hier schnell den Bodenkampf, aber aktuell sieht es aus, als ob er hier... Also allgemein hat man in diesem Kampf sehr, sehr viele richtig, richtig wilde Schwinger in der ersten Runde von Mad Max Koga gesehen. Ich denke, das lag halt auch einfach daran, dass beide sich... ja, ordentlich nicht leiden konnten. Wir haben ja vorher in diesen Pressekonferenzen, in den Interviews gesehen, dass da so eine gewisse Anspannung zwischen den beiden war und die sich wirklich auf die Fresse hauen wollten. Und man hat es auch deutlich in diesem Kampf gemerkt. So, weiterhin, da wieder die Auslage. Ja, schön, also sehr, muss man hier sagen, Riesenprops an Motra Bezzi, ja. Er kann flüssig die Auslage wechseln. Hier wieder, erneut, schaut mal. Ich muss hier wieder zurückspulen. Entschuldigt, Freunde, ich weiß, manche Leute langweilt es, aber ihr wisst, manche Sachen muss man einfach hervorheben, wenn die schön sind. Schau mal, Motra Bezzi fängt die Aktion in der Linksauslage an, wechselt zwischendurch nach dem Low-Kick, platziert den Low-Kick nach hinten, ist jetzt in der Rechtsauslage. Schwingt hier ein, zweimal durch, trifft nicht, der Mad Max Koga. Und Motra Bezzi zack, zurück direkt in der Linksauslage. Wunderschöne Aktion. Hier wieder zurück in der Rechtsauslage. Immer wieder diese Auslagenwechsel, ja, das irritiert viele Gegner und bereitet denen zusätzliche Schwierigkeiten. Er wirkt noch so, als hätte er nicht seinen Rhythmus gefunden, Max Koga hier. Motra Bezzi dafür von Anfang an souverän. Man erlebt es ja sehr, sehr häufig. Ja, die ersten knapp 2 Minuten der ersten Runde waren recht ausgeglichen soweit, ja. Bislang noch kein klarer, dominanter Fighter in dieser Runde zu erkennen. Beide versuchen immer wieder ihre Aktionen durchzubringen. Motra Bezzi marschiert hier wieder vorwärts. Mad Max Koga wieder mit der Overhand rechten als Konter. Verdammt gefährliche Aktion von dem. Ich finde auch, er wirkt hier... überaggressiv, versucht es viel mit Schwingern. Ich finde, jetzt findet er seine Linie ein bisschen besser. Ja, jetzt hier, beide treffen sich in der Ringmitte, Octagon-Mitte. Motra Bezzi macht jetzt hier einen auf jungen Bruce Lee, kurz mit der Beinarbeit, die er gezeigt hat, wieder zurück in die Linksauslage. Versucht eine Kombination an den Mann zu bringen, aber Mad Max Koga unterbricht das Ganze jetzt hier wieder und peitscht hier zweimal richtig hart mit dem Low-Kick rein. Ja, du hast natürlich den Druck auf den Schultern, wenn du hier mal... Ja, macht das Standbein erstmal ein bisschen kaputt. Dich hier einpeitscht, dann willst du natürlich auch abliefern und willst dir möglichst mit einem krachenden K.O. Schön kurz fintiert mit der Führhand und dann wieder BUM mit der rechten Schlaghand richtig durchgebrettert, allerdings ein bisschen zu kurz gekommen. Als hundertprozentigen Volltreffer, aber das hat Max Koga in den Vorwärtsgang gebracht. Jetzt ist er angekommen. Schönes Knie, kurzes Knie zum Körper und dann, was ich aber feiere, das habe ich schon live gesehen, check mal bitte diesen kleinen Jungen da im Hintergrund ab, wie der die ganzen Aktionen, die in diesem Kampf passieren, abfeiern. Achtet mal auf den Jungen da mit diesem weißen Shirt, der feiert hier gerade voll ab, demonstriert hier eine Aktion und haut seinem Kollegen hier fast einen auf die Fresse, schaut mal. Schau mal, schau. Bach! Was ein geiler Typ, Mann. Der haut seinem Kollegen einfach einen auf die Fresse. Hast du es gesehen?
Bach! Und verpasst ihm eine direkt. Geil. Hab ich voll gefeiert. Schöner Headkick-Ansatz. Oh. Oh, der kam gefährlich. Was er versprochen hat. Sehr, sehr hochklassiges Duell. Auf beiden Seiten. Schöne Rechte durchgebracht von Koga. Er kommt hier immer besser. Ja, man muss auch ehrlich sagen, das ganze Event der NFC war echt, echt top. Sagt, was ihr wollt. MMA in Deutschland ist im Vormarsch. Auch wie Motrabelsi jetzt hier gerade. Mit den Boxkombinationen hier im Vorwärtsgang gewesen. Da mit dem Kick hinterher. Und jetzt beide an der Cage Wall. Dreht ihn einfach raus hier. Ja, MMA in Deutschland ist auf jeden Fall im Kommen. Sagt, was ihr wollt. Wir haben die GMC, wir haben jetzt die NFC, die richtig, richtig stabile Events aufzieht. Also muss man sagen, schaut mal, wie er ihn da hochgehebelt hat. Meine Güte, habe ich das gefeiert. Mindestens genauso wie der kleine Bengel da hinten, Mann. Geiler Typ aber. Schaut mal, mit welcher Leichtigkeit Mad Max Koga ihn da hier gerade hochhebelt. Schaut mal, schaut mal. Junge, Junge. Als ob er gar nichts wiegt und dann direkt in den Boden kam. Side Control, dominante Position hier für Max Koga. Zurück zum Thema, also geiles Event, das die NFC da aufstellt. Geile Kämpfe waren da am Start, alle Kämpfe waren richtig spektakulär, richtig interessant. Kann man sagen, was man will, aber Kampfsport in Deutschland ist richtig am Kommen. Besonders MMA ist immer populärer, wird immer populärer. Und ich denke, dass wir in den nächsten paar Jahren einen richtigen Umschwung sehen werden. Und ich glaube, wir werden noch einige Talente aus Deutschland miterleben dürfen in den nächsten paar Jahren. Ja, immer mehr Fighter schaffen es auch aus Deutschland in die größeren Ligen, KSW, Bellator, UFC sogar, ja. Und ich glaube wirklich, in den nächsten paar Jahren werden wir einige richtig, richtig talentierte Leute sehen, die im internationalen Raum rasieren werden. 20 Sekunden noch auf der Uhr. Ja, Knie auf, das auf den Bauch und dann jetzt hier Ground and Pound. Mad Max richtig, einfach stark im Bodenkampf. Der spielt hier ein bisschen. Der guckt nur so. Der Kampf war in der ersten Runde bis zu diesem Moment recht ausgeglichen zwischen den beiden. Aber ich glaube einfach, die Dominanz, die Mad Max da im Bodenkampf gezeigt hat, hat sich dann. Ja, hat sich einfach bei den Punkterichtern ein bisschen eingebrannt und ich glaube tatsächlich, dass er die erste Runde dann geholt hat. Hier sieht man noch ein paar kurze Wiederholungen. Schön, einfach diese Overhand-Rechten immer wieder, die Mad Max Koga da reinbrettert. Da hat der Mo einige harte Treffer kassiert, ist allerdings standhaft geblieben, muss man hier auch erwähnen, ja. Und hier war die schöne Aktion, wo er einfach vorwärts marschiert ist, von der einen Seite des Käfigs bis zu der anderen Seite. Allerdings war dann einfach der Fehler von ihm, würde ich mal behaupten, dass er Mad Max Koga hier an die Käfigwand gestellt hat und versucht hat, hier ein bisschen mit ihm zu clinchen. Er hätte, glaube ich, den Kampf weiterhin auf der Distanz führen müssen. Das war so ein Fehler, den er in der ersten Runde gemacht hat. So, wir spulen direkt mal vor, dann in die zweite Runde. Eine Sache nehme ich an, Koga immer wieder... Also auch ein Tipp an euch, Freunde, ja? Wenn ihr Kampfsport macht, sei es jetzt MMA, sei es Boxen, lernt die andere Auslage. Seid ein bisschen variabler. Nur weil ihr Rechtshänder seid, schon wie... Ich habe ganz vergessen, welche Schwinger da in diesem Kampf dabei waren. Jetzt leckt mich, Mann, ganz ehrlich. Also Mad Max hat solche Schwinger ausgeteilt. Da kann Mo schon ein bisschen von Glück reden, dass manche davon einfach nicht reingegangen sind und dass er es geschafft hat, die zu meiden. Ja, weil leckt mich, was der da für Bomben ausgeteilt hat teilweise, ne? Richtigen Kühlschrank hat er da auf Mo geworfen. Jetzt habe ich vergessen, was ich gerade sagen wollte. Ah ja, Auslagenwechsel trainieren. Lernt es, die verschiedenen Auslagen drauf zu haben, damit ihr den Gegner immer ein bisschen variabler auf den Sack gehen könnt, ja? Nicht nur einseitig kämpfen, ein bisschen mehr zeigen. Vielleicht eine alte Trainingsverletzung, die da noch... Ich wollte gerade sagen, du weißt es selbst, keine Vorbereitung ohne eine kleine Verletzung hier und da. Der Druck, man merkt, der Druck wird jetzt langsam aufgebaut von Koga, ja? Langsam baut er den Druck immer ein bisschen mehr auf. Es scheint, als würde Mo etwas müder werden. Schöne Hände jetzt hier, auch im Rückwärtsgang von Mohamed Trabelsi. Er versucht die Hände von Mad Max Koga noch zu kontern, wird jetzt in den Bodenkampf wiedergebracht. Scheint etwas müde zu werden mittlerweile. Ja, ich glaube, der Bodenkampf aus der ersten Runde, aus der letzten Minute in der ersten Runde hat ihm echt zugesetzt. Und jetzt ist Mad Max wieder auf ihm drauf. Knie auf den Bauch, nochmal schön die Luft rausnehmen. Und jetzt ging einfach das Massaker los, ja.
Wer den Kampf live gesehen hat, weiß, was jetzt hier gleich passiert ist. Mad Max Koga sitzt auf ihm drauf, lässt sich gar nicht hier abschütteln und sucht die Hände. Eine Hand nach der anderen sucht er jetzt hier im Ground and Pound. Will hier den Bodenkampf nicht aufgeben. Koga hat sich nochmal vorbeigekämpft an der Guard von Trabelsi. Jetzt muss nochmal aufpassen. Trabelsi wird sich einmal noch abstoßen. Kraftvoll vom Cage an irgendeiner Stelle. Da! Knie zum Körper. Körper da von Koga. Trabelsi framed. Versucht also Abstand zu bringen zwischen sich und seinem Gegner. Und jetzt hier wieder. Zack, auf ihn drauf. Und jetzt ging es gleich richtig los. Und wieder Neon Belly. Und das Mo versucht sich hier zu verteidigen. Ja, aber Koga klebt an ihm dran gerade, lässt gar nicht von ihm ab. Immer wieder die harten Hände dazwischen. Bam, bam. 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 Ellbogen, Hände, Ellbogen, Hände. Bam, bam. Immer noch 2 Minuten auf der Uhr. Hat gerade richtig Spaß gerade daran, ja? Erinnert ein bisschen an Khabib gegen Conor McGregor, der Bodenkampf. Man sieht ein bisschen so diese Gewalt, die Koga da gerade bereit ist, an Mo auszulassen. Immer wieder die Ellbogen, immer wieder die harten Hände. Er riecht den Finish. Er versucht hier die Aktionen zu finden. Mo, immer noch im Kampfgeschehen dabei, versucht irgendwas hier zu machen, um Koga von sich abzuschütteln. Aber der klebt wie so eine Klette an ihm dran. Und hier wieder die Ellbogen und alles. Der hat nonstop dann auf ihn eingeprügelt, ne? Uff! Versucht hier auch nochmal einen Kopf zu öffnen. Und auf der anderen Seite kommt von Trabelsi hier nicht mehr. Finish. Und jetzt hier nochmal Finish. Mo Trabelsi ist schon recht erschöpft. Mad Max kriegt hier einen zweiten Wind hier gerade und bam, 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 die Hände fliegen. Mo immer noch mit Kämpferherz dabei, kassiert so viele harte Hände und Ellbogen, alles mögliche hin und her, ist immer noch im Kampf dabei, versucht sich zu decken, mit einer Hand ausgestreckt, die andere mit dem Ellbogen versucht er den Kopf zu verteidigen, aber die Ellbogen fliegen weiterhin von Mad Max Koga. Kämpferherz ist immer noch am Start, er möchte hier nicht aufgeben, Referee geht nicht dazwischen und die Ecke wirft das Handtuch, um Mo an dieser Stelle hier zu retten. Muss man sagen, Kämpferherz von Mo, riesen Respekt daran. Er wollte nicht aufgeben, ja. In so einer Situation, wo einfach wie es hat nur auf ihn eingehagelt, die Schläge und die Ellbogen, und er ist immer noch aktiv dabei gewesen. Sogar der Referee hat ihm noch die Chance gegeben, weiterzumachen, aber Props an seine Ecke, dass sie das Handtuch geworfen haben und gesagt haben, weißt du was, es reicht. Man sieht, er kommt aus dieser Situation nicht raus und die Gesundheit unseres Fighters ist eben wichtiger. Deswegen haben die den Kampf dann auch beendet. Ja, geiler, geiler Kampf, muss man ehrlich sagen. Ein Spitzenkampf und ein, wie soll ich das sagen? Ein geiles Aushängeschild für den deutschen MMA-Sport. Ja, Mad Max Koga springt dann auch direkt in das Publikum und feiert dann mit seinen Leuten. Checkt es ab, wie die ganzen Leute sich dann um ihn herumtummeln und er da voll am Abfeiern ist. Richtig geile Sache, Mann. Feier ich total. Ich finde es so schade, dass ich dann nicht live dabei sein konnte, Mann. Es sind leider, wie gesagt, ein paar Sachen dazwischen gekommen und ich konnte nicht live dabei sein. Aber schau mal, wie alle abfeiern. Wie geil das ist, Mann. Geil. Alle richtig am Feiern, Mann. Was soll ich sagen, Freunde? Es war ein geiler Kampf. Ich habe den Kampf extrem gefeiert und ich bin gespannt, was da jetzt in Zukunft noch kommt von der NFC. 30. Oktober in Bonn sieht man jetzt hier gerade, ist die nächste Veranstaltung. Vielleicht werde ich da live dabei sein und mir das Ganze anschauen können. Ja, Freunde, das war's jetzt auch schon mit meiner Reaction. Wie gesagt, Deutschland, MMA ist richtig am Kommen und ich glaube wirklich, in der nächsten Zeit werden wir hier noch einiges sehen und ein paar Jungs werden hier für richtig Wirbel sorgen, ja. So, das war's mit der Reaction, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Falls nicht, dann halt auch nicht. Ist mir auch egal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Bleibt alle gesund. Passt alle auf euch auf und ciao, ciao.